Junge, diese Bündnisse schon wieder hier. Was denn? Das sind keine Probleme da unten, hast du. Ich meine in Osteuropa. Ja, du bist ja maximal weit weg. So. Verkaufen wir mal schnell, bevor das nicht mehr lohnt, weil es nicht mehr möglich ist. So, dieser scheiß Bündnis hört einfach nicht auf. Minus 14 nur noch. Gott, würde ich da hinten gerne mal reinschlagen. Brauche ich noch diese eine Provinz, dann würde ich da hinten auf Pommern richtig Ansprüche bekommen. Die wahrscheinlich nicht viel bringen würden, weil ich vorher schon alles erobert habe, was wir noch wissen. Ja, wenn das mit dem Kaiser funktionieren würde, dann... Novgorod ist in einem Krieg. Oh, die haben Unabhängigkeit hier unterstützt, habe ich vorhin gesehen. Und jetzt wird Wladimir wahrscheinlich gleich unabhängig werden. Ui. Oh. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Novgorod das gewinnt. Aber wobei, es hat Böhmen als Bündnispartner. Oh, Böhmen, alles mit Bayern verbündet. Aber da habe ich keinen Anspruch gerade im Moment. Habe ich da keinen Anspruch, sollte man ganz schnell mal ändern. Aber mal ganz schnell, vielleicht schaffe ich es ja noch. Vielleicht nicht. Man darf ja noch träumen. Ach, die wollen mich auch schon nicht mehr. Kann man eine Mod machen, wo man einfach jedes Jahr eine neue Institution bekommt? Jedes Jahr. Und die sich super langsam auch verbreiten, dass du dann irgendwie 2000% Malus hast. Klingt wild. Oh, Dänemark hat schließlich den Krieg. Nee, ich glaube eher Norwegen. Oder so, ich bin mir nicht sicher, was da passiert ist. Ah nee, die haben, glaube ich, auch die Unabhängigkeit von Norwegen unterstützt. Ne? Also die Angelsachsen. Unabhängigkeit von Dänemark oder so unterstützt, ich weiß nicht. Pass nicht so auf. Na, wenn die mir jetzt nicht mehr gegen Böhmen helfen.
Nee, du haben die gar keinen Bock mehr auf einmal. Hey, ja. Könnte Lausitz angreifen, aber da ist die hinten die Penner nachher. Ja. Könnte versuchen, die Jung gegen mich zu brechen, aber das ist auch schwierig. Mit Dänemark wäre ich knapp stärker, da bin ich knapp schwächer. Knapp ist gefährlich. Was? Knapp ist gefährlich, würde ich sagen, oder? Ja. Ich habe auch nicht vor, das zu probieren. Ich habe ja noch irgendwie plus 100, ne? Ja, dann können wir auch so mal ein paar Kernprovinzen. Gönnen sich ja sonst nichts. Dieses scheiß Bündnis löst sie nicht auf, obwohl hier schon minus 20 und noch minus 11 jetzt. Langsam wär's mal so weit, ne? Meint ihr nicht? Schwierig, alles schwierig, schwierig. Ah, passiert aber nichts. Böhme wieder 7 läuft. So, glaube ich, 27, ja, das ist alles. Könnte Fino das reinschlagen irgendwo? Nogorod, nee, Nogorod kriegt er nicht. So weit kommt er nicht. So weit kommt der Mensch nicht. Nee. Spiel steht. Ist noch da. Mein Spiel steht. Es geht weiter. Alles gut. Vielleicht. Wahrscheinlich nicht.
Handel muss man schützen. Der Markt läuft nur so mäßig gerade, habe ich das Gefühl. Das finde ich nur so mäßig gerade. Ich brauche die als Verbündeten. Naja. Zur Not muss ich mir wen anders suchen. Schlesien und Profilieren. Da einfach hier irgendwo. Also das ist ja Teil des Reiches, da muss ich ja bis 30 warten. Einfach nichts. Fing es auch nicht mit seinem Krieg fertig. Eieiei. Peter eskaliert. Na doch, mit dem Krieg bin ich fertig. Sei ruhig, du hast, bist immer noch im Krieg. Ist ja schon wieder ein neuer Krieg. Auch kein Mensch, gib mir die Kohlen. Na komm. Technisch, wie sind wir denn da? Ist auch eine Stufe höher als hier. Bayern allerdings nicht hinterher. Pitten ist sogar, naja, irgendwie komisch. Komisch ist das alles hier so. Okay, bin ich mal bei 30. Steht schon wieder alles bei mir. Jetzt geht's weiter. Ja, wir sollten dann vielleicht langsam mal Schluss machen, so weit. Können wir gleich machen. Scheiße, die sind zu stark. Fuck, komm nicht rein in Böhmen.
Machst du nichts. Komm hier rein. Beim nächsten Mal hört vielleicht auch langsam mal diese scheiß Allianz hier auf, die da so hart auf den Sack. Ich trau mich nicht mal zu drillen, ey. So kacken. Kotzen. Dauerbedroht. Was? Dauer unter Dauerbedrohung. Ja, es ist halt. Du möchtest halt nicht deine Truppen im Drill-Status haben, dass sie keine Moral haben und einfach geschluckt werden, wenn du so eine Allianz gegen dich hast. Das könnte böse enden. So, weiter nach Norden ausgedehnt. Der Peter hat's voll easy. Ich jetzt auch ganz so einfach wie Peter, aber nee, ich habe hier Allianzen gegen mich. Ich armer bemitleidswürdiger Kerl. Aber ich muss jemanden beleidigen. Nicht mal mehr 50 Machtproduktion habe ich ohne Beleidigung. Schlimm das alles. Und keiner hat Mitleid. Deprimierend. Wird immer langsamer, ne? Wahrscheinlich, weil Definio nicht neu gestartet hat. Nur der Krieg geführt. Vielleicht. Oh. Wenn er mal jetzt ein Stück Schleswig einverleibt. Kann man schon mal machen, ne? Steht schon wieder jeden Monat. Ja. Wir müssen mal Schluss machen. Oh, jetzt steht's ganz lange. Oh Junge. Hallo. Nun. Ah. Oh, jetzt geht's weiter. Ich pausiere mal. Ganz kurz. Ich glaube, das Jahr machen wir noch fertig und dann können wir Schluss machen vorher. Mag nicht mehr. Ich glaube, der eine Krieg ist ein bisschen zu groß, wa? Den Scheiß hier beenden. Aber der Weltkrieg ist ja noch gar nicht so groß. Können auch keine 100.000 Mann oder so sein. Läuft der für Novgorod und Böhmen? Sehen ein bisschen besetzt aus. Ah, das geht doch noch. Ich würde gern Böhmen den Krieg erklären, aber leider ist Dänemark beschäftigt. Krieg ich einfach keine. Ja, die Performance. Ah, ja, das ist hier schon wieder nicht mehr. Dieses Bündnis hört nicht auf, obwohl die schon alle irgendwie so niedrig sind. Ich glaube, wir hätten doch lieber Voltaire's New Nightmare nehmen sollen. Wo nur Mitteleuropa ist, Deutschland. Ja, da sind noch viel mehr Provinzen dann auch in Mitteleuropa, oder? Ja, aber trotzdem läuft es deutlich flüssiger. Ich habe jetzt meinen Krieg beendet. Ja, dann lassen wir das Jahr noch beenden und dann ist, glaube ich, gut für Ruhe.
Oh Gott. Ja, ich glaube, es reicht dann, oder? Dann speichere ich auch mal. Dänemark kloppt sich hier in die Kopf ein. Ja, ich glaube, Wladimir will wieder unter. Oh, Wladimir ist unabhängig. Oh, der Krieg ist vorbei. Oh, no, oh. Novgorod hat ja richtig. Jetzt die Schnauze bekommen. Holla, die Waldfee. Böhmen gar nicht mal. Oh, die haben keine Provinzen verloren. Jetzt läuft bestimmt wieder flüssig. Oder flüssiger, wenn der Ja. Wasserquell. Wir können Lass weitermachen. machen für heute. So, ich werde auch mal speichern. Hast du das noch nie gemacht? Nein. So langsam müsste auch Ich wollte ja eigentlich meine Truppen noch mal ordentlich stationieren, aber wenn du einfach Pause machst, Ja. egal. Heul, heul halt. Ja, gut. War doch ganz nett, lief doch ganz gut. Bloß, ich muss mal Nein. gucken, dass ich die Tech-Stufe höher kriege. Brauchst du nicht. Ich kriege so wenig Punkte. Oh, Wladimir ist die achte Großmacht. Du bist schon bei 9, Alter. Ja. Wenn ich mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Scheiße. Schönes Rot hast du da hinten auch. 667. Oh. Ja, könnte schlimmer sein. Was macht überhaupt Hormuz da unten? Hormuz. Die haben 988. Ja, diese scheiß Drecksinsel da unten ist technisch. Ganz vorne mit dabei, ich verstehe. Wir haben nicht mal Feudalismus. Läuft bei denen, läuft. Ah, gut. Ah, dann würde ich sagen, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.